Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher, wo wir die Ghule anlocken, um sie alle in einem Kreis des Todes zu töten. So, eine Erscherung. Oh. Gut, und jetzt los geht's. Perfekt. Okay, gut. Wir nehmen einfach alles mit, was genommen werden kann. Hm. Gut, haben wir alle noch nicht ganz. Okay. Gut. Na, kommt. Gut, da ist nur noch der ist. Und bam. Gut. Ja, okay, das hätten wir. Nur noch die Geister hier. Die Geister, die ich rief. Na komm. Komm, 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 komm. Letzter Schlag und dort. Gut, Geisteressenz. Noch mehr Geisteressenz. Bekanntes Kraut und ein Ghoul. Gut, bevor wir da reingehen, nehme ich eine Schwalbe. Das wird gespeichert. Oh. Mhm. Na komm. Okay, es wird nur noch einer. Vielleicht schnell? Ja. Na komm. Okay. Die Falle hätte ich hingelegt, aber die war wohl nicht mehr nötig. Nieswurz. Ouroboros Amulett. Ja. Das Amulett sein, aber. Oh. Zu schade. Ich dachte wirklich, man könnte den Kleinen hier befreien. Hm. Die schon wieder? Na komm. Komm schon, du kleiner Bastard.
Gut, die hätte ich alle besiegt. Jetzt kommen die auch noch. Was soll's? Auch noch so viele. Okay, und los geht's. Na komm. Bam. Noch mehr von denen. Okay, zum ersten Mal sehe ich die in Aktion. Okay, das war interessant. Aber gut, wir sind ja nicht deshalb hergekommen, sondern um den Schatz zu holen, der uns eigentlich so gut wie nichts brachte. Erscheinungen hatten wir schon und das auch, oder? Ja, dann bringt es rein gar nichts. Die andere Frage ist, soll ich das Ouroboros-Teil der Elfin zeigen? Ja, zeigen wir es der Elfin. Oder wir geben ihr den Stein, den sollten wir doch noch haben, oder? Wäre doch Schwachsinn, den zu verlieren. Lebt wohl. Ja, das ist typisch. Man kann ihr den Stein nicht geben und sagen, jo, hier hast du den Stein. Nein, der wurde aufgebraucht. Sonst bei all den anderen 600 Trilliarden Male wurde der nicht verbraucht oder so. Aber jetzt, da wir ihn mal gebraucht haben, ist er weg. Gut. Was wollt ihr? Ich habe dieses alte Amulett mit dem Abbild von Ouroboros gefunden. Ah, Ouroboros. Die Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Das Symbol von Tod und Wiedergeburt, von Schicksal und Ewigkeit. Sie erinnert uns daran, dass etwas Neues beginnt, sobald etwas endet. Wollt ihr es kaufen? Es würde hervorragend in meine Sammlung passen. Wie klingen 50 Orens? Und habt ihr Interesse an etwas Schmorbraten? Ich hatte gestern Freunde zu Besuch, aber der Koch hat einfach zu viel aufgetischt. Die Schlange des Schicksals. Sie sieht aus, als könnte sie jeden erwürgen, der vom rechten Pfad abweicht. Hört zu, ihr habt wahre Wunder für meine Sammlung gefunden und ich möchte euch dafür belohnen. Es heißt, ihr steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb bitte ich euch, mir zu gestatten, euch mit diesen 400 Orens zu unterstützen. Puh, das hilft mir sehr. Ja. Nehmt euch nichts dabei. Verglichen mit dem Vermögen, das mir meine Vorfahren hinterlassen haben, ist das wie ein Wassertropfen im Meer. Gut, ich danke euch. Hat mich kurz zu gehen gelohnt, da ich seine Sammlung von scheiternden Dingen 50 Ohren und 400 Ohren. Gut, Sponsor, ich kann noch teilen, aber sonst. Gut, hallo mein Freund. Also gut, das verkaufen. Das verkaufen. Wir haben ja beide gelesen. Das Vampiröl. Die Gehirne. Jeweils. Oh, Gehirne geben nur so wenig. Schade. Aber gut. Dann halt. Von mir aus. So. Wir haben ja fast schon 4000, also. Haha. Kein Problem. Parfüm.
Ja, also jetzt fehlt nur noch zurückgehen und sagen, so, Reißer, du bist ein Wichser, aber hier hast du deine 2000 Ohrens. Lass Rittersporn in Ruhe. Oder hat der Gräfin etwas zu sagen? Lebt wohl. Gut. Haus von Reißer. Gut. Oh, da ist ja Reißer ja auch schon. Reißer Sendbote. Ich tue, was Herr Reißer mir sagt. Ja. Okay, Vollidioten, aber gut. Ach so, Messer. Ja? Ich habe schon früher Leute getroffen, die versucht haben, Weaver zu zähmen. Sie alle hatten fehlende Gliedmaßen. Ich habe schon früher Leute getroffen, die versucht haben, Weavern zu zähmen. Sie alle hatten fehlende Gliedmaßen. Tiere können Stärke spüren, Hexer. Meine Mädchen wissen, wer ihr Meister ist. Daran habe ich keinen Zweifel. Zahlungsunfähige Schuldner und Betrüger sind ihnen am liebsten. Sie werden verspielt wie Katzen, wenn sie ihre kleinen Opfer quälen können, wenn sie ihnen die Augen aushacken, ihnen die Gedärme rausreißen. Nach ein paar Stunden ist nicht mehr übrig als einige Knochensplitter. Okay, wegen den Schulden. Ja, den Schulden. Wegen der Schulden. Habt ihr das Geld schon? 2000. Nehmt es. 2000? Als Rittersporn mich um einen Kredit angebettelt hat, habe ich ihm in aller Deutlichkeit gesagt, dass ihn das etwas kosten würde. Ich habe verflucht lange auf mein Geld gewartet, also müsst ihr mir Zinsen zahlen, so leid es mir tut. Wie viel? 1000 Orens. Und seid vorsichtig, was ihr sagt, Hexer. Ihr trampelt über extrem dünnes Eis und darunter warte ich darauf, dass ihr einbrecht. Ich kann das nur akzeptieren, wenn wir uns einig sind, dass die Schulden damit abgeht. Übertreibt es nicht, Reiter, wir hatten uns auf 2000 geeinigt. Wenn das so ist, würde ich gerne einen Moment darüber nachdenken. Hier, ich töte dich sonst. Übertreibt es nicht, Reißer. Wir hatten uns auf 2000 geeinigt. Hexer, habt ihr eine Ahnung, was eine Nemesis ist? Das ist die Ausübung berechtigter Rache oder Vergeltung. In diesem Fall wird sie von einem gewissen miesen Hurensohn verkörpert. Meiner Wenigkeit. Dazu habe ich nur eine Anmerkung. Hurensöhne, die mich oder meine Freunde bedrohen, wecken den tollwütigen Wolf in mir. Jungs, es scheint, als hätte euch der Hexer zu einem Kampf herausgefordert. Wenn ihr mit ihm fertig seid, bringt ihn in den Keller. Meine Wyvern sind hungrig. Gut, einmal das. Und jetzt so. Ah, verdammt. Ich war zu übermütig. Aber ich lasse mich trotzdem von dem Kerl nicht verarschen. Der Typ wird spüren, was es bedeutet, sich mit Geralt von Riva angelegt zu haben. Wir sind noch nicht mal im Ladebildschirm. Wir sind im Vorladebildschirm, also im Vorladeschirm. Ladebildschirm. Ja. Gut, dann erledigen wir Stück für Stück alle hintereinander. Okay, was haben Schwalbe? Die ist noch aktiv, noch aktiv, noch aktiv. So. Ja? Ich da. Zahlung. Hab zwei. Wie? Ein. Wir haben nur uns auf 2000 geeinigt. Hey, Junge. Okay, jetzt einmal hier rüber.
Verdammt, ich wollte ausweichen. Ah, verdammt! Okay, aber die sind eigentlich besiegbar, also von dem her. Und das mit der Falle auf dem Boden lassen wir vorerst mal sein. Wir haben gegen ganze Armeen gekämpft und alle besiegt und jetzt sollen ein paar kleine Banditen uns aufhalten können. Lächerlich. Ich mache mich weg. Ja, okay, was haben wir? So. Steh auf, alter Mann. Ja? So. Hab zwei. Wie? Ein Jung. So. Los geht's. Ach dann, warum wurde das abgewehrt? Okay, der Kopf wurde abgerissen. Das ist schon mal gut. Und jetzt zu dir. Du bist der Flinke, also kriegst du die schnelle Behandlung. Gut, gut. Also, gut. Gibt es noch mehr Überreste? Ja, der. Oh. Der hat aber nicht viel dabei. Die 2000 hat er gekriegt. Gut, nach dem Kampf wird gespeichert und wir gehen nach unten. Gnadenstoß, okay. Okay, zuerst einmal mache ich die zwei fertig. Also die Wyvern, die müssen sofort dran glauben. Und dann mache ich Katze-Maus-Spiel mit ihm. Ja, aber Gnadenstoß. Das war praktisch. Reiß das Haus. Ja, komm schon. Okay, einmal das hier. Dann machen wir das. Ja. Okay, und jetzt zu. Der scheint ein grober Brocken zu sein, also. Okay. Die Zeit. Mein Sponsor nicht beendet können. Moment, was? Ich muss Rittersporn. Ja, Sponsor war doch. Ja, das waren die
Quests, die unendlich sind. Also man bringt Sachen und verkauft es. Aber sonst? Sonst haben wir alles gemacht. Und der Typ ist tot. T-O-T-T. Gut, wollen wir mit dem Schmied reden? Bewegt euch! Also das Geld hätten wir alles bringen können, das wäre ja kein Problem gewesen. Aber ich lasse mich nicht verarschen. Wenn er im Vorfeld abgemacht hätte, ja. Ich will Zinsen, dann hätte ich gesagt, okay. Das ist guter Recht, bla bla bla, tralala. Aber Gauner, die dann auch noch 50%, also 1000 sind ja 50% von 2000. Das war zu viel. Wäre er wenigstens seriös gewesen, kein Problem, aber das geht zu weit. Und ich frage mich, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, leck mich am Arsch, spring dich um, wäre das Spiel dann schon vorbei gewesen? Okay, Duben. Ralf Duben. Was wollt ihr? Lebt wohl. Okay, dann halt mit Rittersporn. Geralt, wie nett, dass ihr eurem liebsten Freund in der Not einen Besuch abstattet. Ich habe die Angelegenheit mit Reißer geregelt. Wir müssen die Stadt verlassen. Und zwar schnell. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen, das kann ich euch sagen. Danke, Geralt. Um ehrlich zu sein, fand ich die Aussicht nicht besonders erfreulich, mein Leben in irgendeiner dunklen Gasse auszuhauchen, in einem See aus meinem eigenen Blut. Ihr könnt später eine Ballade daraus machen, Rittersporn. Jetzt nehmt eure Sachen, dann verschwinden wir aus der Stadt. Aber vorher statten wir noch einem Badehaus einen Besuch ab. Ihr stinkt grauenhaft. Gut, gut. Vizima schien uns nicht wohl gesonnen, also verließen wir die Stadt und zogen durch das Land. Jeremias Trick, auch bekannt als Boxfleisch, trat in Reißers Fußstapfen. Er hatte kein Interesse an Wyvern, also verarbeitete er Reißers Tierchen zu Steaks und zog einen Fistech-Handel auf, um die enorme Nachfrage zu bedienen. Doch das ist eine andere Geschichte. Jeremias Tricks war Boxfleisch. Aha! Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt mit Witcher. Und zwar vollkommen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, die neuen Abenteuer sind nur die zwei auf Deutsch. Der Rest ist ohne Synchro und ohne... Und alles auf Englisch. Also... Nein, danke. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Das war's für diesen Let's Play. Das war's mit The Witcher 1 und mit 2 und mit 3. Wir haben ja alles durchgespielt. Ich würde sagen, man sieht sich in einem anderen Let's Play. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.